Motorcycle Cannonball 2014. Der 13. Fahrtag. Wir sind im Arsch. Wir haben es gemacht, um es gleich vorwegzunehmen. Wir haben es gemacht, aber beim Andi ging es los, dass die Radlader gefressen haben hinten. Zweimal, Andi. Ja, zweimal hintereinander und wir wissen immer noch nicht, ob es nicht das Getriebelager ist. Das wäre natürlich die Katastrophe schlechthin, weil dann ist bei mir Ende. Ich konnte es lösen, Motorrad ist gelaufen, wir haben alle Punkte, Gott sei Dank, sind durchgekommen, aber der Magen krummelt ganz schön, weil wir jetzt nicht wissen, was eigentlich letztlich los ist. Der Thomas hat auch noch ziemlich Probleme gehabt. Ja, bei mir ging es los, dass direkt am Start heute Morgen in Elko, Nevada, sind wir heute Morgen gestartet und jetzt sind wir in Meridian, Idaho, sind heute nur 450 Kilometer gefahren, aber nach 20 Meilen sind wir von 1300 Fuß auf 8900 Fuß hoch, also das ist quasi von 300 Meter Berg auf 2800 hoch und da ist mein Motor festgegangen. Da bin ich an den Straßenrand, habe abkühlen lassen und Öl rein und so weiter, habe gestartet. In den ganzen Berg im ersten Gang gefahren. Dann irgendwann hat die Leistung nachgelassen. Da habe ich gesehen, dass das hintere Auslassventil gewandert ist und ich ungefähr so viel Spiel hatte. Das konnte also auch nicht gehen. Dann habe ich am Straßenrand auf dem Buckel gelegen, die LKW sind an mir vorbeigedonnert und habe das Ventilspiel eingestellt von allen Ventilen, die habe ich alle verstellt gehabt. Und so ging das Ganze immer weiter. Dann hat mein Magnet angefangen, Backfire zu machen, also Fehlzündungen. Und ich konnte es nicht reparieren, weil dazu müsste der Magnet raus, das hätte mir die ganze Zeit gefressen. Und so lag ich ungefähr 2 Stunden auf dem Buckel am Straßenrand und habe dann alles Mögliche geschraubt heute. Bin dann ungefähr 100 Meilen mit Fehlzündungen und so weiter gefahren. Das einzige Gute war, am besten ist sie gelaufen mit fast Vollgas. Und ich habe gedacht, entweder geht's oder es geht nicht. Und damit haben wir die Zeit so noch gut gemacht, dass wir es gerade noch hierher geschafft haben, just in time, und damit auch die Punkte gemacht haben. Trinken wir Bier, wir sind beim Harley-Händler hier in Meridian, Idaho. Da haben wir jetzt einen Hosted Lunch, da gibt es also ein bisschen was zu beißen, das machen wir jetzt noch. Wir müssen dann bis um 7 Uhr abends hinleiten und danach ins Hotel und dann auf dem Hotelparkplatz geht es mit Flutlicht weiter. Da machen wir dann die ganzen Sachen auseinander und sehen zu, dass wir es dann morgen genauso wie der Rocky wie bisher. Also haltet uns die Daumen, heute sind wir echt im Arsch.